Und damit herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Dennis, Co-Moderator hier und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Citybus-Simulator München. Ja, wir befinden uns immer noch am Ostbahnhof. Das Wetter hat sich schlagartig geändert und wir haben von der Leitstelle den Auftrag bekommen, die Linie 100 zu fahren. Als Verstärker. Wie ihr seht, da steigen die Leute schon wieder ein. Ich würde sagen, wir gehen auch langsam in unseren Bus, denn die Abfahrtszeit, die rückt immer näher. Hoffen wir mal, dass es eine bessere Runde wird als beim letzten Mal. Gucken wir mal, ob hinten alles in Ordnung ist. Das sieht alle gut aus. Wir haben noch 2 Minuten. Heißt, wir können auch gleich abfahren. Hinter uns, der wartet. Gespannt, bis er abfahren kann. Ja, ich denke mal, das wird hier noch eine entspannte Fahrt. Spiegel sehen auch gut aus. Also man kann auf jeden Fall genug sehen. So, und dann würde ich einfach mal behaupten, wenn wir den jetzt da rein, die Frau Dame jetzt rein gelassen haben, würde ich auch die Türfreigabe abgeben. Und die Türen schließen. Sehr schön. Und Abfahrt. Ah, wird. Ja, wo wird? Hey, hat hier nicht gerade jemand geklopft? Ah, okay, die Dame möchte noch rein. Gut. Aber jetzt kommt keiner mehr rein. Gehen wir mal schon mal Blinksignal. Und fahren wir. So, ich schätze mal, hier sollte alles in Ordnung sein. Es ist halt doof, dass man hier keine richtige Kameraschwenkung hatte. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch eine Sache vergessen. Ich habe nämlich keine Ahnung genau, wo es lang geht. Deswegen brauche ich einmal die Karte. Spiel. Karte anzeigen. So, jetzt sehen wir nämlich auch, wo wir hinfahren müssen. Und ich sehe, wir haben Rot. Gut geschafft. Bitte abfahren. Ich bin schon abgefahren, mein Freund. So, das passt auch. Wir haben immer noch Rot. Hinter uns sieht auch alles gut aus. Ah, jetzt ist grün. So. Was ist denn die nächste Haltestelle? Heidenauplatz. Ja, man hört erstmal, ist alles ruhig, es regnet sehr stark. Jetzt muss ich einmal gleich. Wo waren denn hier? Ich glaube, die Scheibenwischer müsste ich mal gleich gucken. Ah, da unten sind sie, ich sehe sie schon. Können wir dann gleich an der nächsten Haltestelle einmal einschalten. So. Bremst. Mit. Ich knalle auf den Bordstein auf und der sagt, ich hätte einen Unfall oder was. Ey, Mann. So. Hä? Was war denn? Eieieiei. So, wir warten noch. Ich muss noch bis nach vorne hinfahren am besten. Ich weiß nämlich nicht, ob die hier hinten auch sehen, dass wir hier einsteigen können. Aber ich hoffe mal, die sehen das. Ich darf echt nicht zu nah an diesem Bordstein ranfahren. Da hier ist eh keiner, der ein- und aussteigen möchte. Ich kann einmal Türfreigabe. Nö, will niemand. Gut, dann mussten wir warten, bis die Tram vor uns auch weggefahren ist. Weil ansonsten, ja, so einfach vorbeifahren können wir natürlich nicht. Aber wie empfindlich dieses Spiel ist, ich verstehe das nicht mal. Weißt du, ich bin hier am Bordstein, ja, okay, aber dass es dann gleich anfängt zu klippern und zu klappern, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Da ist ein Kollege. Und ich denke mal, wir dürfen. Nee, jetzt dürfen wir nicht mehr, wir müssen warten.
Ich kann mal in der Kamera den Nachtmodus einschalten. System. Nee, sofort Neustart möchte ich nicht. Wo ist denn das hier? Einstellung. Oh, wir dürfen fahren. Hier, Nachtanzeige. Okay, ich glaube, ich habe es eher dunkler gemacht als heller. Aber mal sehen. Mich wundert doch gerade, dass keine Ansagen kommen. Das ist gerade sehr verwunderlich. Wie die Dame hier einstellen? Ah ja, die wir hinten ein. So, ich werde einmal kurz gucken, was mit den Ansagen ist. Weil irgendwas stimmt ja hier nicht. Sound. Ansagen, Lautstärke. Hier sind eigentlich sehr laut. Warte mal, Sprachlautstärke vielleicht noch ein bisschen. Sehr seltsam das alles. Habe ich die Ansage ausgeschaltet? Wartet mal. Ansagen wurden im Menü deaktiviert. Einstellungen. So. Jetzt müsste alles funktionieren. Was? Brauchen wir dich als Verstärkung? Okay. 101,12, also soll ich jetzt. Nächste Haltestelle, Ah! Regentenplatz. Sieh an. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn. Gut. Jetzt haben wir. Jetzt wissen wir auch, wo wir hinfahren. Ich dachte jetzt schon, warum funktionieren die Ansagen nicht, aber ja, gut. So, was ist da vorne los? Rote Ampel. Also nicht rote Ampel, sondern F0. Meldung 51. Wieso Meldung 51? Menü, Meldungen, Funk. Meldungen, Funk, habe ich gesagt. Nein, ich will keine Meldung. Fangende Weisung. Achso, okay, das nur. Okay. Ich dachte, jetzt kommt noch was. So. So, mein Freund, warum fährst du nicht? Deine Chance hattest du. Warum bist du nicht gefahren? Ich glaube, das könnte noch ein bisschen länger dauern. So, Fahrtenschreibe ist in Ordnung. Wir können mal kurz. Ich habe jetzt gesehen, der Nachtmodus macht es nur noch dunkler. Ich dachte, das macht es vielleicht so ein bisschen besser. Aber nö, macht es nicht. Also machen wir es so: Entwerter freigeben. Vielleicht sollten wir den Entwerter auch freigeben. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So, schnell, 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 schnell. So. So, mein Freund, was ist das Problem? Ach, jetzt ist auf einmal schnell. Ach, ich muss die Scheibenwischer einschalten. Also jetzt ist es noch nicht so schlimm, aber bald wird es schlimmer. Okay, warum? Warum auch immer muss der hier halten, wir nicht, aber da habe ich kein Problem mit. Alles frei, sehr schön. Bin ich gerade irgendwo gegengefahren? War doch alles frei, hä? Ey Mann, die Spiegel funktionieren ohne so klasse. So, will hier jemand ein- oder aussteigen? In der Zeit, wo die hier ein- und aussteigen, kann ich mich einmal darum kümmern, Scheibenwischer anzumachen. So. Ist jetzt noch jemand, der hier einsteigen will? Ja, die drei. So,
können wir die Türfreigabe nämlich rausgeben und uns wieder weiterfahren. So, da ist nur unser Kollege, der macht uns nicht weiter Probleme. Friedensengel, Villa Stuck. Ich habe gerade gedacht, der LKW will uns reinfahren. So, aber jeder, der dieses Spiel kennt, weiß, die Physik in diesem Spiel ist noch sehr unausgereift. Deswegen Unfälle hier mehrmals passieren können, auch wenn man wahrscheinlich anständig fährt. So. Da hinten wieder ist wieder der Nachbau der Siegessäule. Den haben wir in Berlin auch, aber der ist natürlich ein bisschen anders. Ich muss gestehen, ich war noch nie in München außer am Hauptbahnhof. Und es ist etwas, was ich leider sehr vermisse. Zu reisen. Durch Corona ist das ja leider nicht so möglich. Finde ich sehr schade. Das ist aber leider nicht anders möglich. Warum fährst du jetzt nicht weiter? Hallo? Hey, du hattest Fahrt. Warum bist du nicht gefahren? Oh Mann, ey. Ach komm. Wenn wir hier welche rausfahren, können sie jetzt raus. Sieht aber nicht der Fall aus. Will hier jemand rein? Na, siehst du, wenigstens einer. Pech gehabt, zu spät. Nächste Haltestelle, Reitmoorstraße. Sammlung Schack. Was? Sammlung Schack? Okay, habe ich auch noch nicht gehört. Die waren hier unregelmäßiger als ich, ey. Du kannst ja mit Tastatur besser fahren als mit Pedalen und Lenkrad. Warum steht der jetzt hier einfach so? Achso, weil hier eine Ampel ist. Okay, ich habe nichts gesagt. So, war ich hier zu schnell oder was? Ich fahre unter 30. Was machst du denn davon? Oh, super. Unfall. Kann man das irgendwie melden? Nein, die sind jetzt eh weg. So, ich sollte vielleicht ein bisschen... Jetzt war ich total unkonzentriert. Das habe ich jetzt total teuer. So, nachdem der Unfall passiert ist, wurde ich erstmal von meinem Chef zurechtgewiesen. Hat mich aber ausnahmsweise weiterfahren lassen. Beziehungsweise hat mich jetzt hier eingesetzt an der Amalienstraße. Hoffen wir mal, dass uns nicht nochmal sowas passiert. Sonst gibt es nämlich richtig Ärger mit dem Chef. So, wir lassen die Leute dann hier erst dann wieder einsteigen. Vorne Tür natürlich auch auf. Ja, das war natürlich doof. Ein Fußgänger überfahren ist nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, es will keiner mehr. Also können wir auch weiter. Und dann weiterfahren. Genau, hinter uns ist, glaube ich, nämlich auch schon der Kollege. Der kann uns die andere Hand mitnehmen. So. Sind auch bald dann am Hauptbahnhof. Und ja, unsere alte Tour geht immer noch. Wir sollen immer noch dann die Verstärkung fahren für das Oktoberfest. Ich hoffe mal, das klappt auch alles. So. Also, nicht so ungut, ne? Das ist hier noch echt ungewohnt. So. Bitte steigt ein. So stehe ich nämlich viel zu weit weg vom Bordstein. Also, jetzt mal ehrlich, ist das nicht zu weit weg vom Bordstein? Also, mir wäre das, glaube ich, zu weit weg. Oder ich bin da einfach nur ein Perfektionist. Keine Ahnung. So, scheint niemand zu kommen. Also weiter. Wir haben nämlich schon 4 Minuten Verspätung. Der Kollege ist nämlich mit Verspätung eingetroffen. Kein Wunder bei dem Münchner Verkehr und dem Sturm hier. Also ich glaube, die Wärme in dem Bus ist auch in Ordnung. Ja, die Spiegel sind, also die Scheiben sind auf jeden Fall nicht wieder beschlagen. Gut. Dann hoffe ich mal, dass jetzt nichts weiter Schlimmes passiert.
Hallo? Juhu, wir dürfen nicht weiter. Achso, Blinker aus vielleicht. Wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Laufen wir mal kurz im Bus rum. Was sagen denn die Fahrgäste so? So, wie gefällt es euch denn hier? Oh Gott, ist der voll. Eieieiei. Also, voll ist er. Wenn er mir nämlich, wenn er mir jetzt sagt, was ich angeben soll, dann kann ich direkt sagen, Bus ist voll. Was soll ich denn tun? Oh. Warum fährst du denn nicht weiter? Oh Mann, ey. Ich weiß, meine Schuld, aber trotzdem, das ist doch echt nicht normal. So. Will jetzt noch jemand rein? Die Tür, es wird kalt hier drin, ich mach die Tür gleich wieder zu. Also steckt lieber ein, bevor ihr nicht mehr könnt. Dann habt ihr jetzt Pech gehabt. Nächste Haltestelle, so. Technische Universität. Pff, der fährt bei Orange schon los. Warum beschwere ich mich eigentlich? Ich fahre nicht besser. Wie gesagt, in Ordnung, also können wir hier rüberziehen. So. Ja, das war mal eine gute Kurve. Wenn man so in Omsi rauffährt, dann ist das noch in Ordnung. Und hier wirst du direkt gewarnt, dass du hier irgendwie, keine Ahnung, was kaputt machst. So, rein mit dir. Sehr schön. Nächste Haltestelle, Königsplatz. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn. Okay, hier dürfen wir gerade ausfahren. Achso, hier ist die Linksabbiegerspur, dann gehen wir hier rüber. Sehr komplizierte Verkehrsführung auf jeden Fall hier. Aber tatsächlich haben wir sowas ähnliches auch hier in Berlin. Und zwar ist es bei mir in der Nähe tatsächlich so, dass du drei Spuren erst hast. Die verengen sich dann auf quasi zwei Spuren. Und man denkt ja eigentlich immer so, wenn ich rechts fahre, kann ich sowohl rechts abbiegen als auch geradeaus fahren. Aber nein, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass du entweder rechts nur nach rechts abbiegen kannst, obwohl die Spur genau gerade verläuft. Oder du gehst nach links, wo du gerade ausfahren darfst, aber links abbiegen gibt es gar nicht. So, das ist aber wieder auch so ein Ding, was ich wieder nicht verstehe, warum die das so in der Spur ein bisschen seltsam gemacht haben. Also, naja, kurios auf jeden Fall. Aber naja, da war wohl wieder ein bisschen Tüdelüdel am Berg. Werner war da. So. Versuchen wir nicht allzu schnell zu fahren. Was kommt als nächstes? Elisenstraße. So, ich muss hier gerade ausfahren. Die auch hier. Die fahren manchmal hier schlimmer als ich. Also schon echt krass, wie die hier manchmal so rumgurken. So. Mal hier anhalten. Türen auf. Sieht's aus mit der Verspätung. Wir sind eine Minute zu früh, das passt doch. Und wir haben noch eine Station jetzt noch. Das geht doch klar. Schafft das mal, pünktlich am Hauptbahnhof ankommen. Also Leute, guter Busfahrer hier, ne? Ups. Hallo, B. Ist bitte zu? Hä? Okay.
okay. Irgendwie, ja, spinnt meine Steuerung ein bisschen. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Nord. Endstation. Bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit. Aber ist auch stürmisch hier draußen, ey. Zur S-Bahn. Next stop, Hauptbahnhof Nord. For underground or suburban trains. Please change here. So, hier müssen wir jetzt abbiegen. Und dann haben wir auch den Hauptbahnhof schon erreicht. Fahren und hier abbiegen. Und anhalten. So. Hauptbahnhof Nord erreicht. Fahrgäste werden alle aussteigen. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Umlauf von Zentrale gelöscht. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann mit dieser Folge Citybus Simulator. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, was die Leitstelle wieder sagt. Bis dahin, wir sehen uns bis dahin wieder. Haut rein. Ciao, ciao.